Das sagt, das war so schön. Who's that Pokémon? It's no way for you! Da bin ich doch zurück. Weil noch Flex, die anderen wollen nicht mehr. Die haben genug für heute. Was mit Flexi heute bei Rihanna gespielt habe ich, ja, aber war nicht besonders gut. Wir haben in Flexi haben wir allgemein richtig auf den Schlips gekriegt heute. Gragas ist gebannt, Kha'Zix ist gebannt. Wir könnten Horsi probieren zu lernen weiter. Mein Horsi ist aber aktuell sehr schlecht, muss man sagen. Also ich hab sehr schlechte Resultate auf dem Horsi. Auf dem Horsi. Das ist ein bisschen Horsi. Magst du Lakritze? Nee, überhaupt nicht, ja. Die Weltkarte tat weh, yo. Also das ist auch was sehr, sehr erschreckend ist, wie wenig ich eigentlich von der Weltkarte wüsste. Ich habe da halt nie mich, also Geografie ist wirklich sowas, da habe ich auf jeden Fall ein Grundlevel, das wesentlich unter der Allgemeinbildung ist. Also sehr, 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 sehr sicher, dass das unter dem Level der Allgemeinbildung ist. Ich bin froh, wenn ich die richtigen Kontinente erkenne oft, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, Geografie kannst du schon leicht... kannst du leicht lernen, würde ich sagen. Also Geografie ist halt einfach, du musst dich einfach ein bisschen damit auseinandersetzen. Ich glaube, wenn du ein paar Mal diese Karten einfach durchspielst, dann hast du eine sehr viel bessere Ahnung, wo du hin musst. Ich glaube, das ist also wirklich, das ist kein Hexenwerk. Ja. Das wurde announced. Unser erster Sponsor, Aldi, ist bei uns. Unser erster Sponsor, Aldi, ist bei uns. Und wir haben ein Announcement gemacht, so ein kleines. Das sollte gar kein offizielles Announcement haben. Die haben uns so eine kleine Kiste zugeschickt und... Ja, ich fand's eigentlich ganz gut. Bist du gut in Erdkunde? Nee, das ist tatsächlich also immer sehr schlecht gewesen, Erdkunde. Immer sehr, sehr schlecht gewesen für mich. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Flexcube war heute schon, ja. Und jetzt geht's an die... Jetzt wird ein bisschen Horsing Around betrieben. Bisschen gejungelt noch. Das ist die Carbonara, die habe ich gerade neben mir stehen. Also ich habe heute um 14.30 Uhr... Heute war so ein cooler Tag für mich. Ich habe so viel erledigt bekommen, hat sich einfach gut angefühlt. Ich habe von 12 bis 14.30 Uhr hatte ich Meetings unterschiedlicher Art. Oder sogar von 11 eigentlich schon. Dann von 14.30 Uhr bis 19 Uhr haben wir geflext. Von 19 Uhr bis 21 Uhr, was weiß ich nicht, haben wir jetzt Aldi-Announcement gemacht. Und jetzt können wir einfach den Abend mit ein bisschen Solo-Queue. Genauso stelle ich mir meine Tage vor. Wisst ihr? Genauso. Aber das macht so Spaß, und da war es so geil, mit den Jungs einfach unten zu chillen und zu sitzen und sich bei irgendwelchen Quizzes zu blamieren und so. Das macht einfach Spaß, wisst ihr. Das macht einfach Spaß. Morgen startet der Content ab 12 Uhr mittags, startet der Content für euch. Wir starten mit einem Showmatch, gehen vom Showmatch in 1v1s, gehen von 1v1s in ein offizielles Scrim gegen ein anderes Team, gehen von den Scrims als NNO in die Solo-Queue. Also kompletter Tag, komplett durch Content. Nice, wow. Der Mann wird blöder für uns. Na, natürlich will ich, dass Aldi sich wohlfühlt mit der Partnerschaft bisher. Die sind jetzt schon, seit 2021 sind die schon bei mir. Und das ist tatsächlich einfach, also ich hoffe, man hört das auch raus, dass er tatsächlich ein Sponsor ist, dem ich sehr dankbar bin, dass ich ihn haben darf. Über die lange Zeit. Bisher solche Partnerschaften im E-Sport ist normalerweise alles sehr schnelllebig und das ist absolut nicht die Norm, dass man lange Partnerschaften hat. Und mit Aldi ist das halt ein bisschen anders. Schon unten geworden, ne? Ja, mal schnell weg, the base. The Blade schreiben, let's go. Wartet man jetzt hier 40 Gold, auch wenn da Tempo loost für die CDR-Boots, einfach weil da so ein starker Spike ist? Würde man das machen oder ist das in? Ich mach's jetzt, ne? Man sieht's ja. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Weil die Camps respawnen ja gerade auch erst. Meint ihr, ich schaffe Drake hier? Nee, ne? Das ist ein riesiges Risiko von mir. Wir brauchen unbedingt ein paar Wins heute. Auf der Jongleur-Position. Thank you.
kurz resetten. Ich hoffe, der nimmt nicht mal ein Red, aber sollte er natürlich eigentlich machen. Schilder, lass uns unten bleiben. Okay, einmal loben. Sehr huge. Dann mal die Rammelung verstärken. Dann wieder nach oben. Wir können schauen, ob wir auch für den Dings einmal gehen. Soll ich essen ein bisschen nebenbei, ne? Dann machst du Kaiser Top. Ich nehme an, dass es eins der AP-Kaiser-OTPs gibt. Da gibt es mehrere mittlerweile. Es ist tatsächlich ein relativ starker Bild. Es gibt in der deutschen Szene auch SN Karma. Der spielt die auch relativ erfolgreich. Oder meines Wissens, ne? Der Jungle-Account ist der niedrigste von der Challenge, ja, deswegen spiele ich den jetzt heute noch am Abend zum Ausklang. Dachte, wir drehen ein paar Runden im Jungle, schauen, ob wir irgendwie ein bisschen LP mal plus machen können, ja. Der wäre schon sehr cool. Soll ich natürlich auch über Jungle-Action? Ja, leider keine Flex-Tür mehr heute, weil die Jungs haben einfach... Wir haben ja den ganzen Tag jetzt schon gespielt und zusammengezockt bisher. Die wollen jetzt auch einfach mal ein bisschen Zeit für sich haben, ein bisschen Ruhe, ein bisschen runterkommen. Viele von denen streamen ja auch viel früher als ich, dürfte ja nicht vergessen. Ja. Das heißt, die hatten jetzt keine Lust mehr auf Flex-Queue. Aber morgen geht's um 12 schon los. Also morgen könnt ihr euch auch auf die volle Content-Packung freuen. Ist Heka bei dir broken und bei mir nicht? Bei mir ist der tatsächlich auch nicht broken. Aber bei richtig guten Heka-Spielern ist der aktuell ziemlich insane, finde ich. Du musst halt mit Hekerin musst du unglaublich effizient sein. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste bei dem. Und das musst du einfach ein bisschen üben. Das sagt, das war so free. Damn. Aber ich dachte, das Q wäre in Range und ich kann schon drücken. Ich hätte einfach ein Auto machen können. Meine Augen. Weil ich das eine Q minimal verfehlt habe. Come on, guys. So ein gutes Game bis jetzt gespielt. Ja, Twitch-Chat ist mein größter Kritiker. Das merke ich schon. Ja. Cancel immer so viele Autos mit dem, ja. Das ist schon gut. Ikrem ist ein Champion für die Philosophen der Moderne. Für die großen Spieler und Denker unserer Zeit. Sehr, sehr schwer zu spielen. Noch viel schwerer damit zu snowballen. Das Wichtige bei Heka, also alles, was du wissen musst bei Heka zum Beispiel, was ich da in dem Fall gemacht habe, das Einzige, was schwierig ist, ist halt, dass du dein Q praktisch bereit hast, wenn du reingehst mit den Charges. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du halt auf deine Q-Charges achtest in den Fights. Aber das ist wirklich das Einzige, worauf du achten musst. And she's dead. Let's try that. Flash. Hey, wie hab ich die Dings gekillt? Was? Wie hab ich die gekillt? Oh, scheiße, ich hätte noch hier irgendwas reinkicken müssen. Mm-mm.
Okay. Sieht sehr spaßig aus. Gut, das ist auch sehr spaßig. Also für dich selber ist das schon sehr spaßig. Jetzt als nächstes können wir einfach GA oder Death Dance oder so gehen hier in dem Game, oder? Und dann schauen wir mal. Tatsächlich ist er rausgekommen. Also er selbst ist jetzt relativ fett, weil ich habe ihm gerade 1000 Gold gefeedet. Jeder Champ macht Spaß, wenn man gefeedet ist, aber es gibt Champions, die können das mehr abusen, wenn sie gefeedet sind als andere, weißt du? Zum Beispiel bei Hecarim, dadurch, dass du halt 1 Million PS hast und halt die gesamte Karte für dich so easy zu überqueren ist, ist es natürlich wesentlich leichter zu snowballen als ein Champion, der sehr stationär ist. Zum Beispiel ein Heimerdinger oder sowas. Ja, du kannst halt, wenn du mit Hecarim gefeedet bist, dann kannst du halt die ganze Map praktisch gleichzeitig zerstören. Das ist halt wirklich, also entweder ich mache hier 1v9 in dem Game oder wir verlieren einfach, ne? Weil unser Team ist komplett nutzlos. Bis auf die Kaiser tatsächlich. Die Kaiser spielt noch mit, finde ich, aber ansonsten... Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Test, 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 test. Können Sie mich hören? Twitch-Chat. Ich habe das anscheinend auf dem Weg zum Fenster irgendwie mein Mikro ausgesteckt. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber ich habe es geschafft. Irgendwie. Nice, ja, sehr gutes Game, ne? Lethality Jungle. Yeah, balanced!